Wie ich höre, Herr Kommissar, soll es sich tatsächlich um Mord handeln? Ja, es sieht so aus. Sie ist völlig entstellt. Dr. Strobel, ich habe die Polizei angerufen. Ein Unfall ist doch kaum denkbar. Hier stehen überall Schilder herum und warnen die Fußgänger. Kann ich die Tote einmal sehen? Ich bin Arzt, ich habe eine Klinik in München. Das hier ist mein Wochenendhaus. Ja, ja, bitte. Ja, sieht nach Schädelbruch aus. Kein Zweifel, die Frau wurde erschlagen. Wollen Sie gleich weiterfahren oder darf ich Sie zu mir hereinbitten? Ja, auf einen Moment gerne. Den nehmen Sie am besten mit ins Labor. Gerne. Vielleicht können die noch was entziffern. Chefarzt? Und sonntags Imker, der Mann ist zu beneiden. So, bitteschön. Dankeschön. Danke. Oh, das sieht aber sehr hübsch aus hier. Pierre, gefällt es Ihnen? Ja. Ich bin fast jedes Wochenende hier. Und Sie beschäftigen sich mit Bienenzucht? Ja, das ist meine Liebhaberei. Wollen Sie etwas trinken? Vielleicht einen Schnaps? Ja, ich glaube, das können wir gebrauchen. Ja, danke, ich nehme auch. Dann nehmen Sie doch Platz. Ja, ja, so ein Anblick geht an die Nerven. Selbst mir noch. Immer wieder. Sie haben recht. Man gewöhnt sich ja nicht nie ganz daran. Glauben Sie, dass Sie herausfinden können, um wen es sich handelt? Wir haben die Handtasche der Toten gefunden mit sämtlichen Papieren drin. Naja. Allerdings natürlich völlig unleserlich. Ja, das ist kein sehr angenehmer Gedanke, dass keine 200 Meter von diesem Haus entfernt ein Mord geschehen sein soll. Ist das Haus das einzige in dieser Gegend? Danke. Ja, es gibt noch ein Gasthaus, etwa einen Kilometer entfernt. Aber sonst ist es schon sehr, sehr einsam hier. Spaziergänger? Wanderer? Selten, sehr selten. Sagen Sie, Herr Dr. Strobel, erinnern Sie sich an irgendetwas, was jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht wichtig sein könnte? Ein fremdes Auto zum Beispiel. Ach, Sie meinen... Ja, es könnte ja sein, dass der Mord tatsächlich an anderer Stelle verübt worden ist. Ach, und dass man die Leiche nur hierher gebracht hat? Mhm. Ja, da ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Ein fremdes Auto? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber, wie gesagt... Naja, Sie sind nur am Wochenende hier. Ja. Wir haben ja schwer genug zu kämpfen. Ich erzähle überall rum, wie schön das hier ist und wie man sich hier erholen kann. Schöne Spazierwege, kein Lärm, absoluter Frieden. Jetzt kommen Sie und finden einen Toten. Es gibt genug Leute, die sagen, die Gegend hier ist unheimlich. Wir brauchen Gäste. Wenn die nicht mehr kommen, dann können wir gleich zumachen. Naja, das verstehe ich ja. Ist da jemand umgekommen? Im Moor? Alle Fragen kann ich nur mit Nein beantworten. Nein, nichts. Kein Auto, kein Gast, der hier zu Schaden gekommen ist. Chef, das ist Frau Steger, ein Pensionsgast. Und sie sagt... Du, entschuldige. Ich denke, Sie haben im Moment keine Gäste. Ja, bis auf Frau Steger. Also haben Sie doch nicht die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit, die Wahrheit. Frau Steger hilft manchmal in der Küche beim Bedienen und... Was, was? Sie gehört mehr zum Haus, als dass sie... Bezahle ich oder bezahle ich nicht? Ja, ja, sie bezahlt 20 Mark die Woche. Ist das nicht genug? Von solchen Pensionsgästen kann ich nicht leben. Aber sie hat gesagt, sie hat vor ein paar Wochen nachts Schreie gehört. Todesschreie von einer Frau. Und sie sagt, sie hätte es Ihnen auch gesagt. Todesschreie. Ja, die hat sie gehört, sagt sie. Aber wissen Sie, was sie wahrscheinlich gehört hat? Eine Sendung im Radio. Es war keine Sendung im Radio. Eine Frau schrie, nein, nein, bitte tu's nicht. Bitte lass mich leben. Auf die Entfernung wollen Sie das gehört haben? Ja, ich habe es gehört. Wann war denn das? Ich war allein im Haus, Herr und Frau Hessler waren in München. Es war gegen 10 Uhr abends. Da hörte ich die Schreie. Können Sie sich an das Datum erinnern? Das ist doch Unsinn. Das ist doch alles Unsinn. Wann waren Sie in München? Das weiß ich nicht. Wir sind öfter in München. Und Sie haben Worte gehört, ganze Sätze? Lass mich leben! Bring mich nicht um! Steger! Schrie sie. Menschens Kind. Ruhig, du Arsch! Ich hab zu tun hier, wissen Sie. Ich muss ja bedienen, den Hund füttern, die Hühner, die Katze. Ich muss ja ständig laufen. Und abends falle ich todmüde ins Bett. In das Bett, für das ich 20 Mark bezahlen muss. 20! Die Woche. Kann ich jetzt gehen? Ich hab noch zu tun. Ihr hört alle Augenblicke Stimmen und Schreien. Ist ja nicht ruhig nachts hier draußen. Haben Sie mal Käuzchen schreien hören? Gibt's hier welche? Na und ob. Aus welcher Richtung kamen denn die Schreie? Aus dieser Richtung kamen die Schreie. Und um wie viel Uhr war das? Hab ich doch schon gesagt. Gegen 10 Uhr abends. Etwas später kam Herr Hessler aus München. Ja, jetzt weiß ich. Die Mutter von Frau Hessler hatte Geburtstag und da war er gewesen, hat er gesagt. Ah, wann hatte denn Ihre Schwiegermutter Geburtstag?
Am 12. September. Hier ist der Laborbericht, Chef. Ja, haben Sie denn nun endlich den Namen der Toten rausgefunden? Ja, Maria Kaiser, Sekretärin. Fräulein Kaiser war sehr lange bei mir. Eine erstklassige, wirklich erstklassige Kraft, sehr tüchtig. Seit September ist sie nicht mehr bei uns. Sie hat gekündigt? Ja, ich konnte sie nicht halten. Ich bot ihr an, zu besseren Bedingungen, noch besser als sie ohne dies hatte, aber es war nichts zu machen. Seit 1. September ist sie nicht mehr bei uns. Sie wollte auswandern, nach Kanada. Nach Kanada? Fräulein Jahn, eine Frage bitte. Fräulein Jahn hat das letzte halbe Jahr mit Fräulein Kaiser zusammengearbeitet. Wissen Sie eigentlich, warum Fräulein Kaiser nach Kanada wollte? Nein. Haben Sie nie darüber mit ihr gesprochen? Ich habe sie gefragt, aber sie wollte es mir nicht sagen. Aha. Haben Sie ein Foto von ihr? Ja, auf ihrem Werksausweis. Ja? Verzeihung. Den hat sie ja abgegeben. Walter, ja? Sie hatte über 23.000 Mark auf dem Konto. Sie kündigt ohne erkennbaren Grund ihre Stellung, ihre Wohnung. Sie löst ihr Konto auf, hebt alles Geld ab, verkauft die Möbel und verschwindet. Sie verschwindet am 12. September. Aber nicht nach Kanada. Sondern im Moor. Ist das die Tote? Ja. Kenne ich nicht. Wir wissen inzwischen, wer es ist. Die Frau ist Maria Kaiser, eine Sekretärin aus München. Hab ich nie gesehen. Kommen Sie rein, trinken Sie was. Nicht mal eine Waschmaschine gibt's hier. Waschen muss ich selber, aufhängen muss ich selber. Schaut sich mal um, wie sie aussieht. Erstklassiges Ausflugslokal, darauf bin ich reingefallen. Wollen Sie nicht einen Mantel ausziehen? Eine Goldgrube könnte das werden, sagt er. Mistlokal ist das. Würden Sie hierher kommen? Ja, ich kannte das hier nicht. Na, jetzt kennen Sie es. Na, also so schlimm ist das auch Ach, nicht. Ach, was, Sie sind bloß höflich. Danke. Mir können Sie ruhig die Wahrheit sagen. Es ist ein Mistlokal. Eine Gegend, die sich keiner ansieht. Zumindest nicht freiwillig. Soll ich mal sehen, ob ich schicke Musik finde? Die Platten sind 100 Jahre alt. Leute, die zu uns kommen, wollen moderne Musik nicht hören, sagt er. Halt, gehen Sie da nicht weiter, da ist Sumpf. Kommen Sie hier rechts rüber. Sie kennen sich aber gut aus hier. Ja, es geht. Ah, Sie sind schon ein Experte. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe die Schilder hier aufgestellt. Die Gäste wollen hier spazieren gehen. Moor ist ja sehr gesund. Ich weiß hier Bescheid. Und das ist das Loch, in dem die Tote gefunden wurde. Ja. Und bis hierher kann man mit dem Wagen fahren. Tja, die Frage ist nur, ob er die Tote hierher gefahren hat. Ja, oder ob er sie hier umgebracht hat. Der Gasthof ist 2 Minuten von hier. Glauben Sie, wenn hier jemand umgebracht wird, dass man die Schreie im Gasthof hört? Das weiß ich nicht. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Wollen Sie hier jemand schreien lassen nachts? Warum denn nicht? Ja, also wenn ein Wagen hierher gefahren ist, dann hätte er an Ihrem Gasthaus vorbei müssen und am Haus von Dr. Strobel. Wüsste nicht wie. Er müsste sich schon sehr gut auskennen hier in der Gegend. Nein, einen anderen Weg, den kenne ich nicht. Ist Dr. Strobel da? Das ist nicht Dr. Strobel. Sein Sohn ist da. Hallo, Hessler. Was ist denn los? Ich bin vorbeigefahren bei euch. Polizei? Ja, Kriminalpolizei. Strobel. Schon gehört, ein Mord hier. In unserer schönen Gegend. Passt gar nicht hierher. Ist Ihr Vater auch hier? Nein, der kommt nur zum Wochenende. Der operiert entweder oder... Er hält Vorträge in Amerika. Wo ist denn das gewesen, Hessler, in der Nähe? Ah, da hinten, ungefähr 200 Meter von hier. Eine Frau? Ja. Sind Sie öfter hier? Naja, so oft nicht. Ich habe kein Verhältnis zu Bienen. Ich kaufe mir den Honig lieber. Nein, ich komme nur hierher, wenn ich mal einen Tag lang verschwinden will. Nach einer schweren Sauferei oder wenn ich kein Telefon hören kann für 24 Stunden. Aber sonst, nee. Sind Sie auch Arzt? Nein, ich bin Kaufmann. Arzt habe ich gar nicht erst angefangen. Besser als mein Vater gibt es nicht, sagt er. Wenn Sie mich fragen, sage ich auch. Herr Strobel? Waren Sie zufällig am 12. September hier? Wieso kommen Sie auf den 12. September? Da wurde die Frau umgebracht. Ja, wieso? Haben Sie sie schon identifiziert? Ja. Und, wer ist es? Eine gewisse Maria Kaiser aus München. Der Name sagt mir nichts. Darf ich Sie fragen, was Sie hier draußen wollten? Mein Vater hat mich angerufen. Er hat gesagt, was passiert ist. Er meinte, ich soll mal nachschauen, ob das Haus noch sicher ist. Sonst will er die Bücher wegholen. Manchmal ist er wirklich ein bisschen weltfremd. Er könnte Gitter anbringen. Aber Einbrechen und Frauen ermorden sind doch völlig verschiedene Dinge, oder?
Und er hat Angst um seine Bücher. Wiedersehen. Was ist das für ein Mann? Na, das sehen Sie doch. Sportwagen. Der ist ganz selten hier, dem gefällt's hier nicht. Auch sein Vater gefällt ihm nicht. Aber umgekehrt ist das nicht viel besser. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Hessler. Die Tote war hier im Lokal, Erich, sagt die Steger. Was? Ja, sagt die Frau Steger. Sie hat sich auf diesem Foto erkannt. Ist das die Tote? Ja, das ist die Tote. Und die soll mal hier gewesen sein? Erinnern Sie sich nicht? Irgendwann im August, an einem Sonntag, die Frau Steger hat sie bedient. Ja, und sie sagt, dass diese Frau Sie, Herr Hessler, hat sprechen wollen. Mich? Ja, Sie. Und beide Sie und diese Frau seien dann hinausgegangen. Nicht, dass ich wüsste. Die Kaiser, wie sie war? Ja. Komisch. Wieso komisch? Ich weiß auch nicht, irgendwie. Unser Lagerverwalter sagt, die Kaiser ist komisch, weil sie keinen Mann mitgekriegt hat. Naja, das ist ja auch merkwürdig, denn sie war ja eine ganz hübsche Person. Ne? Hübsch? Ja. Die Kaiser? Also, nein, das war sie nun nicht. Ich sagte, ziehen Sie sich doch mal richtig an. Und dann fragte sie mich, würden Sie mal mitgehen? Mitgehen? Wohin mitgehen? In ein Geschäft einkaufen. Und das sind wir dann auch. Für 2000 Mark hat die eingekauft. Ja. Ich musste nur sagen, besteht Ihnen aber Fräulein Kaiser. Dann hat sie gleich gesagt, das nehme ich. Der Chef hat vielleicht gelacht. Ach, Sie haben es ihm erzählt? Sah doch, wie sie aussah plötzlich. Was ist denn mit der Kaiser los, hat er gefragt. Und dann wollte er alles genau wissen, wie ich mit ihr los bin, Kleider aussuchen, Unterwäsche und überhaupt alles. Dann hat er gesagt, wie sieht denn die Kaiser aus, so? Was meint er damit? Na, wenn sie nichts anhat, meint er. Na, die hat eine ganz gute Figur, habe ich gesagt. Das wollte er gar nicht glauben. Und dann ist er mal mit ihr ausgegangen. Ausgegangen? Nachgesehen hat er, ob es stimmt. Warum sollte ich nicht mal mit dir ausgehen? Tüchtige Person war hier doch gewissermaßen mal schuldig. Kleines Abendessen, Flasche Shampoos. Nähere Beziehungen? Herr Kommissar, die Kaiser. Na, hören Sie. Also gut, die Kaiser wollte immer gern nähere Beziehungen, egal zu wem. Aber als Mensch war sie zu kompliziert, zu gescheit in mancher Hinsicht. Zu tüchtig, wenn ich so sagen kann. Sie hatten also kein Verhältnis mit ihr? Ein was? Aber Herr Kommissar, ich bitte Sie. Ja oder nein? Also, ich habe im Anschluss an ein Abendessen, und weil sie mir leid tat, aber ganz unverbindlich, wissen Sie, hat da jemand was zu Ihnen gesagt? Nein, nein, nein. Sie bot sich ja förmlich an. Wissen Sie, dass sie Lokale besucht hat, nur um Bekanntschaften zu machen? Was für Lokale? Das ist ein Lokal, wo die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Und die kleine Jan hat mir mal davon erzählt. So sah es aus mit der Kaiser. Hallo? Nur eine Frage, Herr Dr. Strobel. Ja, bitte? Sagen Sie, was wollte Hessler bei Ihnen? Hessler? Ja, er fuhr Hals über Kopf nach München zu Ihnen. Warum? Ja, wird der Mann überwacht? Haben Sie etwa Hessler im Verdacht? Aber das wäre doch ganz unsinnig. Für den Mann verbürge ich mich. Das ist ein fleißiger, ehrlicher Mann. Aber kommen Sie doch bitte herein. Danke. Der sich allerdings im Augenblick etwas um seine Existenz sorgt. Ja, der Mann hat mich um Hilfe gebeten, um finanzielle Hilfe. Das Gasthaus ist ja auch wirklich nicht sehr attraktiv in dieser Form. Er trägt sich mit Umbauplänen und deswegen kam er her. Was denn jetzt so spät? Ja, er weiß, dass ich immer erst spät aus der Klinik komme. Außerdem drängt ihn seine Frau. Mhm. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Oh nein, danke, das lohnt kaum. Aber das würde ich gerne noch wissen. Werden Sie sich finanziell beteiligen? Ja, ich habe ihm eine Zusage gegeben. Warum darf ich nicht? Aus dem Haus lässt sich etwas machen. Es ist ein durchaus geeignetes Objekt für eine Kapitalsanlage. Wollen Sie noch mehr wissen? Nein, das war eigentlich alles. Warum kommst du denn immer zu spät, wo du so einen schnellen Flitzer hast? Der Flitzer und ich, wir springen morgens immer schwer an. Sag mal, wann bist du eigentlich von Dr. Strobel weggegangen? Ich? Nein, ja. Gegen 11. Und um Mitternacht erscheint Dr. Strobel in dem Lokal, in dem Maria Kaiser verkehrt hat. Das ist doch kein Zufall. Ich sehe ihn, gehe auf ihn zu. Und ich muss sagen, ich habe selten einen Menschen gesehen, der seinen Schrecken und seine Überraschung
so total verbergen konnte. Guten Tag, Frau Steger. Hallo, Herr Doktor. Trauen Sie sich denn überhaupt noch aus dem Haus? Wieso? Haben Sie keine Angst vor dem Mörder? Mörder? Den Mann gibt's doch noch. Den hat man noch nicht gefunden und Sie sind doch sozusagen ein Zeuge. Ich? Ja, Sie haben doch die Schreie gehört am 12. September. Ja. Ist Hessler da? Ja. Vielleicht haben Sie gar keine Schreie gehört. Überlegen Sie doch mal. Tag, Frau Hessler. Na, Herr Doktor. Ist Ihr Mann da? Augenblick. Gib mir mal so wirklich Geld? Ja, ich hab's mir überlegt. Dann komme ich ja nie hier weg aus diesem Mistlokal. Aber wieso? Wir bauen es um. Das wird ein großartiges Lokal. Was ist denn? Ach, Tag, Doktor. Da ist er. So, ich hab dir ja gesagt, er kommt. Er hat Zeit. Ich hab die Pläne schon hier liegen. Ah ja? Wir haben sie noch nie richtig angesehen. Wir sind nämlich... Wollen Sie was trinken? Ach ja, bitte. Geben Sie mir ein Whisky. Wir sind nämlich fabelhaft geworden. Hallo. Kennen wir uns nicht? Wir haben uns gesehen bei meinem Vater draußen. Ja. Hallo, Herr Kommissar. Na, fahren wir gleich rauf. Bitte? Über meinen Vater? Warum fragen Sie da mich? Das muss doch im Zusammenhang stehen mit dem Mord, oder nicht? Ja, ganz richtig. Schießen Sie los, Herr Kommissar. Ihr Vater ist heute nicht in der Klinik. Nicht in der Klinik? An einem normalen Wochentag? Das ist ja jahrelang nicht vorgekommen. Hat man gesagt, wo er ist? Nein, man wusste es nicht. Müsste ich mir Sorgen machen? Na, ich glaube nicht. Sie sind Kaufmann? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich ein Bier anbieten? Ja, danke schön. Ich habe ein Werbebüro in der Stadt. Haben Sie Kontakt mit Ihrem Vater? Kontakt? Kontakt? Wissen Sie, mein Vater ist nicht der Mann, um groß Kontakt zu ihm zu haben. Und Ihre Frau Mutter? Gestorben, ich war 16. Seitdem lebt Ihr Vater allein? Allein? Wie meinen Sie? Ja. Frauen. Wissen Sie, Herr Kommissar, mein Vater ist mit seiner Klinik verheiratet. Hm. Frauen? Nein. Na, immerhin besucht er ab und zu Tanzlokale. Ball verkehrt zum Beispiel. Ball verkehrt? Ja, ein Lokal, in dem die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Und da soll mein Vater hingehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ausgeschlossen. Ja, gerade hochintelligente Männer haben ja oft seltsame Beziehungen zu Frauen. Das wäre allerdings seltsam. Die ermordete Maria Kaiser verkehrte in dem Lokal, das Ihr Vater besucht. Aber eins ist ganz unmöglich. Er erschlägt Frauen nicht und er wirft sie nicht ins Moor. Nein. Nein. Hallo. Wollen Sie zu mir? Ja. Augenblick. Ich bin nämlich gerade im Weggehen. Oh, das macht nichts. Also haben Sie keine dringenden Fragen? Nein, nein, gar nicht. Wir kamen nur zufällig vorbei und sahen Ihren Wagen und da habe ich mich erinnert, dass Sie mir mal gesagt haben, dass Sie nur Wochenende hier sind. Ja, ja, meistens. Aber nicht immer. Wie Sie sehen. Tja, gibt es etwas Neues? Nein. Da haben Sie also keinen besonderen Grund für Ihr Herumgehen. Nein, wir gehen nur so herum. Naja, was ich Ihnen nicht glaube. Aber wenn Sie mir etwas verschweigen, so ist das Ihre Sache. Was ist denn mit dem Mann los? Wir sind hinter ihm her und das weiß er. Da ist das Vieh. Da ist einer im Moor. Wer ist denn das? Immer noch. Immer noch. Ich habe Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen. Ich weiß schon. Es ist mein Mann. Ich habe seine Stimme erkannt. Es war ein Schrei. Ich habe sofort gewusst, das ist er. Das ist mein Mann. Ihr Mann hatte den Wagen genommen. Darf ich fragen, wohin er wollte? Ich weiß nicht. Er hat mir nur gesagt, ich bin gleich wieder da. Wollte er nicht nach München? Er muss da irgendwas gesagt haben. Er fährt doch nicht los, ohne Ihnen zu sagen, warum und wohin.
Ist er ertrunken? Oder? Nein, man hat ihn erschlagen mit einer Latte. Dr. Strobel ist zu Hause. Er erwartet uns. Ah ja, danke. Da kommen Sie doch bitte herein, meine Herren. Hässler? Das kann doch kein Unglücksfall gewesen sein. Das war es auch nicht. Hässler wurde erschlagen und ins Moor gestoßen. Also praktisch auf die gleiche Weise ermordet wie Maria Kaiser. Ach, und Sie meinen, das war auch derselbe Mörder? Ich bin überzeugt davon. Dr. Strobel, wo waren Sie heute Abend um 8.30 Uhr? Wo ich heute Abend um 8.30 Uhr war? Ja, entschuldigen Sie, Herr Kommissar, bringen Sie den Mord in irgendeinen Zusammenhang mit meiner Person? Ja. Ja, sehr gutes Recht. Ja, ich war um 8.30 Uhr. Wo war ich denn? Ich war auf dem Weg hierher, also unterwegs. Haben Sie dafür Zeugen? Nein, das heißt, mein Sohn erwartete mich hier. Mhm. Um wie viel Uhr war denn das? Danke schön, das war gegen 9. Ja, kurz vor 9. Kurz vor 9, sagen Sie. Mhm. Hat Ihr Sohn Sie in diesem Haus erwartet? Ja. Hat er einen Schlüssel? Aber sicher, es ist sein Elternhaus. Ja, aber er ist 26 Jahre alt, hat eine eigene Wohnung, einen Beruf. Ja, und was war er da? Wollen Sie ihn sprechen? Ich kann Sie verbinden. Ja, das würde ich euch bejahen. Jetzt sollte ich Sie etwas fragen, Herr Kommissar. Was werfen Sie mir eigentlich vor? Die Zaunlatte, mit der Hässler erschlagen wurde, ist auf Ihrem Grundstück gefunden worden. Ja, aber die kann jeder da hingeworfen haben. Ulrich, die Polizei ist bei mir. Herr Kommissar? Ja, ich habe ihn gesucht, weil Ihr Besuch, Herr Kommissar, hat mich etwas beunruhigt. Ja, in seiner Wohnung. Um 8:30 Uhr. Ja, ziemlich genau 8:30 Uhr. Danke, mehr wollte ich nicht. Ihr Sohn liebt Sie? Was für eine Frage. Ach, Sie wissen es nicht. Na, was wissen wir über unsere Kinder? Tja, ich nehme an, dass er mich liebt. Wahrscheinlich. Ja, ich bin ganz sicher, dass er es tut. Na, dann wird er ja bezeugen, dass Sie um 9 oder 8:30 Uhr hier waren. Ja, sicher wird er das. Sie sind ganz sicher? Ja. Danke, Doktor. Gute Nacht, Herr Kommissar. Wir sollten ihn jetzt nicht schlafen gehen lassen, Chef. Er geht nicht schlafen, aber wir auch nicht. Robert, ja? Falls Dr. Strobel das Haus verlässt, dann verliere ihn nicht aus den Augen. Mhm. Wollen Sie nichts essen, Frau Hässler? Nein. Aber warum denn nicht? Sie müssen doch was in den Magen kriegen. Ich sag doch, ich will nicht. Wir werden ihn beerdigen und die Zeit abwarten. Guten Abend. Ich habe gehört, was vorgefallen ist. Ich wollte Ihnen sagen, wie leid es mir tut. Der Kommissar lässt Sie bitten, zu warten, bis er kommt. Bis er kommt? Aber woher weiß er, dass ich hier bin? Wieso haben Sie dich mitgebracht? Sie haben mir nicht gesagt, weshalb. Kann ich ein Bier kriegen? Nein, du trinkst nichts. Er bekommt nichts. Du hast doch bestätigt, wo ich um 8:30 Uhr war. Ja, das habe ich. Was wollen Sie dann von mir? Ich will Sie des Mordes überführen, Dr. Strobel. Versuchen Sie es. Kann ich was zu trinken haben? Ein Schnaps, ein Korn. Korn? Geben Sie ihm schon. Der 12. September war ein Sonnabend. Da müsste ich nachschauen. Es war ein Sonnabend, Sie können sich darauf verlassen. Wenn Sie die Sonntage hier verbringen, wann kommen Sie da gewöhnlich her? Am Sonntagmorgen. Stimmt das? Ja. Ja, aber an diesem Wochenende war ich schon am Sonnabend hier, am Sonnabendabend. Und Sie haben keine Schreie gehört? Nein. Obwohl der Tatort 200 Meter von Ihrem Haus entfernt ist? Ich sagte Ihnen schon, ich habe nichts gehört. Sie hören normal? Ich höre ganz normal, ja. Können Sie das bestätigen? Ja, mein Vater, wissen Sie, wenn er arbeitet, studiert, dann vergisst er alles um sich herum. Ah, Sie haben gearbeitet? Ja, ich habe einen Vortrag ausgearbeitet. Und den Todesschrei eines Menschen nicht gehört? Nein.
Haben Sie Maria Kaiser nicht gekannt? Nein. Danke. Obwohl Sie doch das Lokal des Öfteren besucht haben, in dem Maria Kaiser verkehrte und Männer zum Tanzen aufforderte. Ab und zu, ja. Wollten Sie etwas sagen? Nein, nein. Hat Maria Kaiser Sie zum Tanzen aufgefordert, Dr. Strobel? Nein. Es hat sich also keine Bekanntschaft ergeben, gleich in welcher Weise. Ich sagte Ihnen schon, nein. Trotzdem hat Maria Kaiser diesen Gasthof aufgesucht. Wo hat sie gesessen? Dort. Hat sie also hier an diesen Tisch gesetzt und gewartet. Schließlich fragt sie nach dem Wirt. Sie spricht mit ihm, geht mit ihm vor die Tür und fragt nach dem Weg zu Strobel. Was tut sie? Das ist eine Vermutung. Ja, das ist eine Vermutung. Die nicht zulässig ist. Außerdem haben Sie Hessler ja selbst befragt. Wir haben ihm ein Foto von Maria Kaiser gezeigt. Hat er gesagt, er kennt die Frau? Nein, er hat gesagt, er kennt sie nicht. Aber lassen Sie mich meine Vermutung wiederholen, er hat gelogen. Er hat sich sehr genau an diese Frau erinnert und auch daran, dass sie nach dem Weg zu Ihnen fragte. Maria Kaiser, die Tote aus dem Moor und der Name Strobel von ihr gebraucht, das hat Hessler veranlasst, noch am gleichen Abend in die Stadt zu fahren, zu Ihnen, Dr. Strobel. Und er kam zurück mit der absoluten Zusicherung von Ihnen, Sie finanzieren seinen Umbau und er schweigt dafür. Was Sie da sagen, muss bewiesen werden. Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Wann haben Sie einst das Haus Ihres Vaters verlassen? Vor 5 Jahren. Und warum sind Sie weggegangen? Das Haus ist doch groß genug. Ihr Vater lebt allein und auch Sie sind allein. Der Junge wollte seine Selbstständigkeit haben. Bitte lassen Sie ihn antworten, ja? Warum? Ich hatte satt zu Hause. Wofür ich Verständnis habe. Hatten Sie das immer, Verständnis für Ihren Sohn? Wie kommen Sie darauf? Die Tote wird im Moor gefunden, kaum 200 Meter von Ihrem Haus entfernt. Das Erste, was ich natürlich angefordert habe, waren Unterlagen über Sie. Was ist daran interessant? Zum Beispiel das Verhältnis zu Ihrem Sohn. Sollten Sie nicht studieren? Studieren? Natürlich soll ich studieren. Ja, aber Sie haben es nicht geschafft. Die Schule nicht, das Studium nicht, die Lehre nicht. Gar nichts haben Sie geschafft. Ihr Vater hat sich bitter beklagt. Hier steht es. Mein Sohn taugt nichts. Ich habe einen Idioten zum Sohn. Steht da? Wer hat das gesagt? Und zu wem hat er das gesagt? Sei jetzt wenigstens kein Idiot und halte den Mund. Aber da machten Sie das Werbebüro auf. Ja, das ist hier vermerkt. Habe ich ihm eine letzte Chance gegeben und Geld reingesteckt? Mein Sohn hat eine Firma jetzt, sie existiert schon ein halbes Jahr und sie ist noch nicht pleite. Und zu wem hat er das gesagt? Aber sie war pleite. Sie war bereits Anfang September pleite. Hör zu, du sagst jetzt keinen Ton, verstanden? Er muss nicht. Den habe ich gesehen. Mit Maria. Nicht Dr. Strobel hat die Maria Kaiser kennengelernt, sondern Sie. Eine Wahrsagerin hat mir gesagt, bevor ich glücklich werde, werde ich eine weite Reise machen. Vielleicht hat sie Kanada gemeint. Die Idee mit Kanada kam Ihnen, als Sie nicht aus- und einwussten und Ihrem Vater unter keinen Umständen gestehen wollten, dass Sie wieder einmal versagt haben. Nicht antworten. Unter keinen Umständen antworten. Sind wir schon da? Ja. Wo ist denn das Wochenendhaus von deinem Vater? Gleich da drüben. Wir müssen ein paar Schritte gehen. Und nun zu Ihnen, Dr. Strobel. Was wollen Sie von mir? Hessler kam zu Ihnen und erzählte Ihnen, dass er Maria Kaiser gesprochen hat. Sie hatte nach Ulrich Strobel gefragt. Und nun wussten Sie, dass Ihr Sohn, dieser Versager, dieser Idiot, auch noch einen Mord begangen hat. Von da an kannten Sie nur noch eine Aufgabe und ein Ziel, Ihren Sohn zu schützen. Sie sagten Hessler den Kredit zu, aber beide fanden Sie, Ihr Sohn und auch Sie, dass es besser wäre, wenn Hessler verschwindet und nie mehr den Mund auftut. Also nicht nur Ihr Sohn war ein Mörder, sondern auch Sie. Was Sie da sagen, muss bewiesen werden. Mein Mann hat mir gesagt, Ulrich Strobel hat die Frau umgebracht. Deshalb bekommen wir den Kredit. Reicht Ihnen das, Herr Strobel? Jetzt bin ich gespannt, ob er das richtig macht. Ist der Mann verrückt? Hier können wir nicht weiterlaufen. Strobel!